Moin. Guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde und guten Morgen, liebe Heimatfreunde. Ich starte heute auf meiner Lieblingsrunde, der Heimattour oder der Heimatrunde. Oder ich glaube, es gibt keinen richtigen Namen für diese Radtour. Die Radtour führt zu verschiedenen Drehorten der Heimattrilogie von Edgar Reitz. Und ich stehe hier in Gehlweiler im 360-Grad-Bild der Filmkulisse des Films Die andere Heimat von Edgar Reitz. Am Gemündener Hof in Gemünden, ein Teil der Originalfilmkulisse aus dem Film Die andere Heimat. Und für mich geht es jetzt weiter nach Ravengiersburg zum Hunsrückdom. Samstag, der 1. Juni 2019. Temperaturen heute bis 30 Grad sind angesagt. Ich stehe hier am Freibad in Gemünden. Ich bin jetzt hier an einem Schild, Schinderhannes, Radweg, Sohnwald, Emmelshausen, Kastelauen, Simmern, Gemünden und stehe hier in Mengerschied. Ich zeige es euch, Mengerschied. Ich fahre jetzt hier von Mengerschied. Ich fahre jetzt hier von Mengerschied Richtung Sagenroth. Thank you.
Und hier in Raben-Giersburg im Hunsrückdom wurden viele Szenen aus den Heimatfilmen gedreht. So, und ich fahre jetzt weiter nach Sargenroth zur Nunkirche. Ich stehe hier in Sargenroth an der Nunkirche und hier auf dem Friedhof gibt es noch einige Filmgräber aus den Heimatfilmen. Und das hier sind reine Filmgräber. Hier fanden Beerdigungsszenen statt aus den Heimatfilmen. Und hier in Simmern vor dem Provinzkino. Und bevor ich nun Simmern nochmal verlasse, fahre ich mit euch noch zum Schinderhannesturm. Und dann geht's weiter Richtung Kirchberg. Hier im Schinderhannesturm in Simmern. Und ich fahre jetzt weiter nach Kirchberg.
Simmern beginnt auch der Schinderhannes-Radweg, ein Bahntrassenradweg hier von Simmern, Kastelauen nach Emmelshausen. Einfache Entfernung 38 Kilometer, nur Bahntrassenradweg. Hier links ab Richtung Kirchberg und setze meine Heimatrunde fort. Da vorne sehe ich schon die Turmspitze von der Kirche in Kirchberg. Und hier geht's ein Stück an der B50 vorbei, der Hunsrück-Höhenstraße. Eine wichtige Verbindung hier zum Flughafen Hahn. Auch die B50 hier, die Hunsrück-Höhenstraße, spielt in den Heimatfilmen eine tragende Rolle. Ich bin hier in Kirchberg, der ältesten Stadt im Hunsrück. Super. Hier in Maitsborn auch ein Drehort der Filmreihe von Edgar Reitz, Der Heimat. Hier war der Ortseingang von Schabach.
outdated. Please check it on the map. Ich bin jetzt in Dickenschied angekommen und habe hier am Friedhof mal meine Getränkevorräte aufgefüllt. Und jetzt geht's weiter nach Woppenroth. Woppenroth ist der Hauptdrehort und hieß im Film Schabach, also auf nach Schabach. Liebe Rad- und Wanderfreunde und heute auch liebe Heimatfreunde, die Tour ist gleich beendet. Ich bin gleich wieder in Gehlweiler am Ausgangspunkt meiner Tour angelangt und sage damit Tschüss. Und bevor ich es vergesse, ganz besonders grüßen möchte ich noch den Wolfgang vom Kanal Volitina, der auch schon mal diese Tour gemacht hat und auch einen Film darüber auf YouTube veröffentlicht hat. Den Link werde ich euch in der Tourbeschreibung angeben.